Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Gornel. Wir sind zurück bei Pflanzen vs. Zombies und es ist immer noch heiß. Ich bin immer noch fast nackt und es ist ein bisschen unerträglich. Diese Hitze ist echt nicht angenehm. Und es soll ja jetzt auch noch 2 Wochen so bleiben oder so. Boah, das ist ja das Schlimme. Boah. Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Ich müsste mal waschen. Ich müsste mal Wäsche waschen. Ich muss mal kurz mich konzentrieren, was ich hier mitnehme. Ich habe Sonnenlicht. Dann habe ich die will ich eigentlich gar nicht. Nehme ich dich und dich und dich, logischerweise. Ja, und dann nehmen wir dich noch mit, ja. Für den Fall, dass wir dafür genug Sonnenlicht haben sollten. Oh, fuck it, ey. Das sind viele Gräber. Ja, wir müssten uns jetzt am besten immer so ein bisschen Sonnenlicht in der Rückhand behalten, damit wir so einen pflanzen können. Weil wir jetzt nicht die Nuller mit haben, ne? Und wir kriegen jetzt hier immer nur 15. Aber das wird schon. So, wo kommt er? Hier. So, und ihr seht schon, das ist halt, der kann halt über die ganze Lane, über die ganze Reihe schießen. Das ist nicht so das große Problem für ihn. So, ich hoffe, dass wir das jetzt so hinkriegen, mehr oder weniger. Boah, es ist echt Wahnsinn, wie viele Gräber hier sind. Und ich habe kein Sonnenlicht. Scheiße. Vielleicht habe ich mich da doch ein bisschen verpokert. Vielleicht hätte ich doch die für 0 Sonnenlicht mitnehmen sollen. Die kleinen Pilze. Naja, wobei, wir brauchen ja eine Reihe, dann können wir hier schon mal eine grundsolide Reihe hinbauen. Das ist halt jetzt nur der Anfang, der ist ein bisschen müßig. Aber das passt schon. Das passt schon. Jetzt haben wir hier, ja doch. Wenn wir jetzt vielleicht mal ein bisschen Glück haben und die vielleicht auf die besetzten Lanes drauflaufen und nicht auf die beiden, wo wir jetzt noch was hinpflanzen müssen, dann können wir nämlich hier auch noch mal ein paar Sonnenpilze hinpflanzen. Dann sollte das doch auf kurz oder lang passen. Gut, hier brauchen wir jetzt noch mal einen. Ein Sonnenlicht, bitte. Was ist das denn hier für ein Service? Ich hätte gern Sonnenlicht. Dankeschön. Oh, Mensch, ey. Ich bin am... Oh, es ist einfach warm. Und hier rumzusitzen, das macht die Sache nicht viel besser, weil es einfach... Boah, ja. Mein Arsch ist am Schwitzen. Oh, Mann, ey. Das ist ein bisschen unangenehm. So, jetzt haben wir hier schon mal so... Ja, jetzt sparen wir ein bisschen auf. Ja, ich hätte gerne hier die 3 Gräber weg. Boah, jetzt kommt da natürlich so ein... Ach, Kacke, ey. Dankeschön. So, packen wir dich dahin. Ich hätte gerne diese 3 Gräber weg. Der Rest könnte ruhig stehen bleiben, glaube ich. Der stört mich da gar nicht mehr so großartig. Aber diese 3 Gräber sind mir schon ein Dorn im Auge. So, die müssten alle down gehen können. Ja, komm, wir machen erstmal weiter mit Sonnenlicht. Das ist nämlich das Wichtigste jetzt gerade. Dankeschön. Dann machen wir mal hier das Grab weg. Da unten kommt einer mit Hütchen. Ja, den müssen wir unterstützen auf jeden Fall. Sonst kriegt er den nicht down. Glaube ich. Das, der Damage von den Dingern ist nicht so mega gut. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, das gucke ich gleich mal nach. Wir haben ja jetzt dieses Buch. Ich würde gerne wissen, ob die genauso viel Schaden machen wie so ein P-Shooter, wie der hier, oder ob die weniger machen. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Ach so, da ist auch so einer mit Hütchen. Hoffentlich stirbt er jetzt früh genug. Ja doch, das dürfte passen. Komm schon, bitte. Oh, ich habe kein Sonnenlicht zu verschenken gerade. Ach doch, nein. Ah, bitte, nein. Okay. So, da bin ich. Boah, mein Zombie sieht so cool aus. Das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. So. Ja, wir haben 2 große Wellen. Die Welle müssten wir eigentlich so schaffen. Na, das ist ja voll easy. Ja. So, und jetzt könnten wir eigentlich doch schon auch wieder anfangen, hier hinten abzureißen.
Ja, doch. Wir bauen jetzt vorne eine Reihe Walnüsschen hin und wir bauen hier hinten dann nochmal eine Reihe von den Frozen-Dingern hin, wenn wir dafür genug Sonnenlicht zusammenkriegen. Aber da warte ich jetzt auch erstmal noch ein bisschen und sammle mir erst einen kleinen Vorrat an. So, dass es dann so im besten Fall für die letzte Welle dann reicht. Und dann sollte das... Ja, das passt. Das passt auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal sammeln wir ein bisschen Sonnenlicht, damit sich das auch gelohnt hat, dass wir hier überall zwei Reihen hingepflanzt haben. Ja, das war ein bisschen Sonnenlicht intensiver, auch wenn die nur 25 kosten. Deswegen ist halt die Produktion von diesen Pilzen, die uns Sonnenlicht geben, einfach ein bisschen langsamer geworden. Und deswegen haben wir uns ein bisschen schwerer getan, hier das voll zu kriegen. Aber so im Großen und Ganzen ist es dann doch in Ordnung, ja. Es ist auf jeden Fall so. Nüsschen sind auch hier im vollen Gange. Und wenn wir die voll haben, dürfte das alles kein Problem mehr sein. 175, 350, 700 für 4, 850 für 850 für 5, 500 und ne, 875, oder? 500? 5 mal 100 sind 500. 5 mal 70 sind 350 und 5 mal 5 sind 25. Sind 500, 875, ja. Ja, wir brauchen 875 plus nochmal 50 hierfür. Die kosten auch 50, ja. Also brauchen wir, jetzt haben wir genug. Zack, jetzt können wir hier anfangen abzubauen. Dann können wir hier auch noch ein bisschen so pflanzen, weil wir ja trotzdem noch immer ein bisschen Sonnenlicht kriegen. Wunderschön, dann geht das doch alles auf. Toller Aufbau. Mit ein bisschen mehr Bedacht wie gerade. So rein vom Aussehen her ist das natürlich jetzt hier, ne? Es ist schon. Sieht schon sehr gut aus. Für die Ästhetiker unter euch dürfte das hier jetzt gerade die Erfüllung aller Träume sein. Das ist ja der absolute Wahnsinn. So, komm, weil wir es uns gönnen können. Gönnen können muss man auch mal. Ne? Gönnen können muss gelernt sein. So, bauen wir hier wunderbar. Guck mal, wie viel Sonnenlicht wir noch haben. Können wir sogar hier noch ein bisschen was auffressen. So, super, zack. Dann haben wir auch überall Verlangsamungs-P-Shooter. Sehr schön, sehr schön. Da können wir sogar noch hier raushauen, unser Sonnenlicht. Da können wir die Gräber auffressen, als wenn es keinen Morgen gäbe. Wir könnten sogar jetzt die letzte Reihe wegranzen und da noch was hinbauen. Oh, einen Goldtaler sollten wir einsammeln. Final Wave. Kartoffelminchen. Ja, die wird nicht mehr hochkommen. Die wird wahrscheinlich aufgefressen, aber ist auch egal. Ist auch egal. Ja. Jetzt können wir nicht mehr so viel machen. Wir können hier nur noch Nüsschen hinsetzen. Ja, die wird aufgefressen und die wird nicht... Oh, sie geht doch hoch. Wunderbar. Da hat sich sogar... Die 25 haben sich sogar gelohnt. Dann können wir hier noch ein bisschen auffressen. Das gibt immer eine silberne Münze. Glaube ich, ja. Es gibt, glaube ich, immer eine Silbermünze. Also es sind, glaube ich, auch nur 10, die es das dann dafür gibt, aber... Naja. 10 Münzen haben oder nicht haben, ne? Das ist hier die Frage. Wunderbar. Können wir sogar noch ein bisschen weitermachen. Sonnenlicht kriegen wir nicht mehr, oder? Ich glaube, jetzt produzieren die kein Sonnenlicht mehr. Nee. Aber wir können die Sonne, die wir noch haben, aufbrauchen und uns dafür noch ein bisschen Geld genehmigen. Wunderbar. Ich hätte vielleicht... Ach, habe ich sogar. Wunderbar. Ich dachte gerade, ich habe meine Stoppuhr nicht neu angemacht. Habe ich aber. Ich bin ja ein mitdenkender Let's Player. Ich habe ja Ahnung. Das ist prinzipiell sowas wie die Cherry Bomb. Naja, wobei, nee. Alle Zombies, die auf dem Bildschirm im Moment der Pflanzung existieren, wobei ich hier kurz erwähnen muss, dass ich nicht weiß, ob Pflanzung ein richtiges Wort ist, in dem Moment, wo ich das Ding pflanze, explodiert das und in dem Moment sind alle Zombies auf dem ganzen Bildschirm eingefroren. Für einen Moment. Können wir ja mal mitnehmen. Ja, doch. Ja, wir nehmen mal wieder die für null mit. Die machen dann schon... Ja, die bringen dann doch ein bisschen was. Ansonsten brauchen wir eigentlich auch nichts. Ja, komm. Das ist alles nicht so schwierig hier, das zweite Level. Und ich muss auch sagen, ich mag das Nachtlevel nicht so gerne. Ich mag das nicht. Nee.
cooler Soundeffekt. Ich finde es nicht schlecht und so, und es hat natürlich auch seinen Reiz, aber ich mag lieber es am Tag, auf dem Rasen. Ich trage meine Kämpfe. Ja gut, wir sind auf dem Rasen, das war natürlich jetzt wieder ein toller Kommentar von mir. Wir werden dann im nächsten Part halt noch, was heißt im nächsten Part? Wobei es wird wahrscheinlich tatsächlich auch im nächsten Part so sein, weil wir im nächsten Part wahrscheinlich in die dritte Welt kommen. Beziehungsweise ins dritte Level. Und da gibt es dann noch ein drittes. Es gibt eigentlich ziemlich viele Kampfgründe. Mit Gründe meine ich jetzt nicht den Grund, sondern der Grund des Bodens. Ja, Unterlege. Ich kann gerade nicht reden. Ich sollte einen kurzen Moment der Stille einfügen, um mich zu sammeln und einen Schluck zu trinken. Das wäre so ungefähr das, was ich jetzt tun sollte. Ja, Mineralwasserflasche, du hättest einfach überhaupt nicht lauter sein können in dem Moment. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die Sonnenlichter pflanzen, sondern wunderbar. So. Sonnenlicht einsammeln, dann das Grab hier fressen, wehe, das passt jetzt nicht. So. Boah, eine Goldmünze. Stirb! Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann packen wir hier in die erste Reihe, beziehungsweise ja, in die letzte von den Zombies. Die erste nach den Sonnenblumen, Pilzen. Ja. Sonnenpilz heißen die einfach nur. Naja, wie auch immer. So, jetzt packen wir hier hinten ein bisschen hin. Walnuss brauchen wir noch nicht. Da brauchen wir auch nicht mehr. Zack. In welche Reihe will ich denn Walnüsse setzen? Ich weiß es nicht so genau. Ach so, ja, jetzt können wir die mal einfrieren. So, jetzt sind sie halt alle eingefroren. Ich denke, ihr versteht das Prinzip. Ist jetzt wahrscheinlich auch eine Pflanze, die sehr hilfreich sein kann. Ich habe es noch nie so oft benutzt. Das werden wir dann alles auch im weiteren Verlauf sehen. Ich bin tatsächlich auch nicht so der Verteidigung, also doch, ich bin schon, das kann man so jetzt nicht sagen, aber ich bin eher so der, auf direkten Damage geht. Ich weiß auch nicht so genau. Wir werden mal sehen, wie ich mich durch dieses Spiel schlage. Ich denke, ich werde da auch taktisch gut aufgestellt sein. Ist jetzt nicht so, dass ich komplett dumm bin. Ich habe eigentlich immer, ja, so ein taktisches Grundverständnis habe ich eigentlich schon, wenn man das so sagen kann. Meine Übersicht ist eigentlich auch immer relativ zufriedenstellend, ja. Doch, doch, da sollte schon alles funktionieren. Huge Wave ist schon wieder die letzte. Das ist immer ein bisschen schade. Ist einfach so schnell vorbei. Deswegen, ich habe ja auch gar keine Zeit, Nüsschen zu pflanzen. Weil es einfach viel zu schnell vorbei ist. So, jetzt zack, und dann sind alle Zombies eingefroren. Das ist natürlich, ja. Da machen sie nicht mehr viel, oder? Und ihr seht schon, die haben auch keine Chance. Das ist reicht. Das reicht. So wie wir hier aufgestellt sind, reicht das. Sieht doch auch ganz gut aus hier. Oh, wir sind noch nicht mal komplett groß geworden bei unseren Sonnenpilzen. Die Pilze wiederum sind so ein bisschen... das sind im Prinzip auch Cherrybombs. Ich weiß auch nicht so ganz genau... Ach, Cherrybombs kann man wahrscheinlich bei Nacht nicht pflanzen. Kann das sein? Das weiß ich gar nicht. Und das ist im Prinzip die Cherrybomb der Nacht, die tut aber einen Krater hinterlassen und da kannst du dann nichts mehr pflanzen. Deswegen machst du dir halt alles kaputt mit. So, es ist jetzt die letzte Welle. Und wir nehmen mit Repeater. Ja, machen wir so. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Level. Und ich glaube dann, nee, das ist 2.9, dann kommt wahrscheinlich noch 2.10. Boah, sind hier schon wieder viele Grabsteine, ey. So, wir brauchen erstmal Sonnenlicht und über Sonnenlicht. Sonnenlicht ist hier prinzipiell der Weg zum Glück. Dankeschön. Deswegen sind halt die Shrooms für 0 Sonnenlicht auch so gut, weil sie einfach, dann kannst du erstmal in Ruhe Sonnenlicht farmen. Ja. Natürlich kommt der erste Zombie auf der dümmsten Lane, die es gibt, aber naja. Das passt schon. Schon ein bisschen süß, wer da. Im Prinzip spuckt er den Zombie an. Puh.
So, ach so, ja, ich... Manchmal bin ich so ein bisschen, stehe ich neben mir. Manchmal kann ich schon hier weiter pflanzen und sehe es einfach nicht, weil ich gar nicht drauf achte. Das darf mir, ja, das darf mir eigentlich schon passieren. Ist aber natürlich nicht so gut, weil da geht mir Zeit verloren und Zeit ist in diesem Fall Sonnenlicht. Und Sonnenlicht ist in diesem Fall quasi Sieg oder Niederlage, ne? So, wunderbar, wunderbar. Schon wieder, ich habe sogar so drauf geguckt. Hier ist gerade ein Hubschrauber oder so. Ich hoffe, man hört mich noch. Ich schreie einfach mal ein bisschen und übersteuere wahrscheinlich extrem. Ja, ja, so ist das beim Cornel. Qualität und so, das kennen wir doch, ja. Die wollte ich da nicht hinsetzen, die wollte ich eine... Ist auch egal. Ist doch auch egal. Ja, komm, erstmal das einsammeln, bevor es despawnt. So, ich glaube, wir setzen nur eine... Wir setzen nur eine Reihe von den Pilzen. Das ist aber insofern schlecht, als dass ich die dann eigentlich gerne eine Reihe weiter vorne gesetzt hätte. Aber es ist jetzt gerade auch nicht, wie es geht. Ist jetzt nicht so schlimm. Im Prinzip ist es auch scheißegal. So, fress mal hier den Grabstein auf. Genau so. Die kommen dann nämlich hier in die Reihe. Das war... Naja, im Prinzip geht. Nee, den wollte ich gar nicht auf... Ja, im Prinzip will ich alle Grabsteine auffressen. Es kommen auch zwei große Wellen, das ist gut, weil... Wenn nur eine große Welle kommt, ist es einfach mal so schnell vorbei, da kannst du gar nicht in Ruhe aufbauen. Da bist du noch am Bauen und am Basteln an deiner Formation hier und was passiert, zack, auf einmal ist das Spiel vorbei. Du hast gewonnen! Was? Ich war doch noch gar nicht fertig! Das ist nicht immer so gut. So... Die kommen da unten schon klar, hoffe ich. Ein bisschen Zeit schinden, indem wir ihm einfach was zu essen geben. Das passt schon. Ja, der ist gleich down. So, dann machen wir hier das weg. Können wir den auch wegmachen. Dann können wir den Grabstein hier fressen. Und ansonsten die für null Sonnenlicht müssten wir eigentlich immer bis vorne hin hinbauen, einfach nur weil sie halt Zeit bringen. Ne? Wenn ich jetzt hier vorne die kleinen Pilze habe, die werden zwar gefressen, aber die bringen mir Zeit. Ne? Schlicht und ergreifend bringen die mir Zeit. So. Ja, macht ihr mal da Disco Fox und so, Disco Pogo. Dingelingeling, ich bin schon wieder tot. Das ist nicht so gut. Goldmünze. So, 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 ja, so im Großen und Ganzen ist es jetzt hier ein Selbstläufer, würde ich sagen. Jetzt brauchen wir halt nur noch genug Sonnenlicht. Pflanzen wir Nüsschen, wenn ja, in welche Line, in welche Linie, ist es draußen irgendwie laut. Ich denke mal, man hört aber die Geräusche von draußen bei mir nicht so arg. Also eigentlich selten. Ich glaube, der Helikopter kommt wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher. Achso, vielleicht sollte ich mal weiter pflanzen. Ja, machen wir halt hier ein bisschen, ne? Ein bisschen mit den Walnüsschen. Können das Grab auffressen. Wunderbar. Walnuss hat echt einen langen Cooldown, ne? Das überrascht mich immer wieder aufs Neue. Ich denke mir so, komm, dann fängst du jetzt mal an, hier die Reihe Walnuss hinzubauen und die brauchen einfach extrem lang. Dann musst du eigentlich schon am Anfang wieder anfangen, aber da hast du ja auch nicht so viel Sonnenlicht. Weil, guck mal, ich bin jetzt dabei, die Walnuss hinzupflanzen und ist ja gleich schon letzte Welle. Im Prinzip kommt zu spät. Naja, was soll's. Haben es ja gleich geschafft. Alles easy hier. Ja, komm, fress mal noch einen Grabstein. Das kann nie schaden. Das kann. Ja. Das kann nie schaden. Ich habe einen kleinen Sprachfehler gerade. Es tut mir leid. So, 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 so. Zwei Disco-Zombies, aber die bringen euch nichts, würde ich sagen.
glaube, ich habe gewonnen. Wenn wir jetzt eine Cherrybomb hätten, können wir hier eine Cherrybomb hinsetzen und zack, alle wären tot. Deswegen mag ich die Cherrybombs nicht, weil wofür baue ich denn das hier alles, um dann eine Cherrybomb da hinzusetzen und die letzte Welle von der Cherrybomb töten zu lassen. So, jetzt warten wir aber noch kurz. Einfach nur, ja, wobei. Ich hätte gerne noch die Reihe voll, egal. Wir haben irgendeinen Zettel bekommen, einen Brief. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es eine Einladung zur Poolparty. Hello, we would like to visit for a midnight snack. How does ice cream and brains sound? Sincerely, the zombies. Cool. Also die Zombies melden sich für einen Filmabend an und dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part. Wenn es dann wieder heißt, ne, Let's Play Pflanzen oder Zombies, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wollte noch ganz schnell gucken, wie viel Damage die machen. Normal. Stops shooting when enemies close. Ja, cool. Die machen also genauso viel Schaden wie die hier. Krass, oder? Und wie die hier. Kosten halt 25. Von daher schon ganz cool. Da lohnt es sich eigentlich gar nicht, die Verlangsamerungsdinger zu bauen. Dann baust du lieber zwei Reihen davon. Ist viel billiger und macht halt mehr Schaden. Naja. Aber wenn du das Sonnenlicht hast, ne, musst du ja auch irgendwo hin mit. Gut, dann machen wir im nächsten Part, machen wir Welle 210 und dann kommen wir auch schon in das dritte Level und da heißt es dann Poolparty wahrscheinlich. Bis dann und ciao, tschüss, euer Cornel.